Hallo, wir sind heute wieder auf dem Trainingsgelände der Heidelberg Hunters. Heute mit uns Offensive Coordinator Ocke Gerhard. Danke, dass du uns für ein Interview bereitstehst. Ocke, du bist jetzt seit einem Jahr Running Back Coach, beziehungsweise jetzt auch Offensive Coordinator. Wie kam es dazu? Ja, bei mir hat sich leider verletzungstechnisch ein bisschen eine Pause beim Spielen angegeben. Deswegen konnte ich selber nicht mehr spielen und es hat sich natürlich als Running Back angeboten, erstmal als Running Back Coach einzusteigen. Und im Endeffekt hat sich so ergeben, dass ich auch als Offensive Coordinator diese Saison mit ins Team geholt bin. Vor deiner Verletzung hast du die meiste Zeit aktiv als Running Back bei den Hunters und in Marburg gespielt. Hast du auch andere Positionen gespielt oder könntest du dir auch vorstellen, andere Positionen zu coachen? Also angefangen habe ich ganz klassisch erstmal als Receiver und als Kicker. Habe in der Jugend gerade Receiver gespielt und nach der Jugendzeit bin ich nach Göttingen gewechselt, habe dort gerade angefangen Running Back zu spielen, wobei das Spielsystem es so bedingt hat, dass der Running Back dort etwas mehr Aufgaben übernimmt, also auch klassische Quarterback-Aufgaben, Bälle geworfen hat, Spielzüge ansagen. Dementsprechend habe ich da schon in der Offense relativ viel gesehen und auch mal auf anderen Positionen ausgeholfen. Dementsprechend kann ich mir natürlich auch vorstellen, mal eine andere Position zu coachen. Gerade in der Offense habe ich natürlich die Erfahrung, aber generell würde ich auch Defense gerne mal coachen. Inwiefern beeinflusst deine junge Vergangenheit als aktiver Spieler denn dein Playcalling? Es hilft sicherlich, dass man einfach viele Spieler noch selber aus der aktiven Zeit kennt, dass man mit ihnen selber auf dem Feld gestanden hat, deswegen auch die Stärken und Schwächen kennt. Und dementsprechend kann man natürlich besser die Spielzüge auf die Spieler anpassen, die jetzt auf dem Feld sind. Natürlich andererseits fehlt einem vielleicht teilweise die Erfahrung als langjähriger Playcaller. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt lernen muss. Hast du die Jungs speziell für das Spiel am Sonntag eingestellt und wie lautet der Gameplan? Natürlich haben wir die letzten Trainingseinheiten genutzt, um wirklich an unserem Gameplan zu arbeiten, haben viele neue Sachen eingebaut, haben einige Sachen nochmal verfeinert, aber ganz genau in den Gameplan, den ganz genauen Gameplan möchte ich natürlich jetzt nicht verraten. Da muss jeder dann am Sonntag ins Stadion kommen und einfach gucken, wie unsere Offense bzw. unser ganzes Team sich schlägt. Offenburg hatte bisher die stärkste Offense in der Saison. Wie schätzt du die Chancen der Hunters Defense am Sonntag ein? Ich denke, unsere Defense hat sehr gute Chancen. Sie ist sehr schnell, hat ein gutes Coaching und weiß, was sie machen. Dementsprechend habe ich eigentlich keine Angst, dass uns die Offenburger Offense überraschen wird. Und ich gehe davon aus, dass sie die Defense genauso stark wie in den letzten Spielen agieren wird. Dann danke dir für das Interview und viel Erfolg am Sonntag.